sitze jetzt hier beinfrei im Postbus mit dem Herrn Fleischhauer. Wo kann ich denn mit dem Postbus überall hinfahren? Ja, also mit dem Postbus können Sie erstmal quer durch Deutschland fahren. Das ist ja ein Verkehrsmittel, das recht neu geschaffen ist seit der Liberalisierung des Fernbusmarktes. Und mit uns können Sie quasi von Norden bis Süden, von Osten bis Westen fahren. Wir verbinden jetzt über 120 Städte demnächst. Und was neu ist, wir machen das nicht nur für die großen Städte, also Berlin, München, Köln, sondern wir werden jetzt auch zukünftig in die touristischen Ziele hineinfahren, in der Verlängerung unserer Hauptlinien. Das heißt, Sie können dann beispielsweise auch, wenn Sie weiterfahren wollen, über München hinaus in das Tegernseer Land fahren. Oder Sie können weiter im Norden Richtung Usedom fahren. Und Sie können sogar mit uns demnächst bis nach Emshaven fahren, das ist der Fährhafen, nach Borkum. Das heißt, was ist noch geplant? Geplant ist als nächstes die Erweiterung Richtung Niederlande. Wir haben jetzt auch ganz aktuell Frankreich dabei mit Straßburg. Und was wir zunächst als weiteres machen werden, ist, wir werden Nachtbuslinien einführen. Das heißt, wir werden auch über Nacht fahren. Das ist ein neuer Markt für uns. Und wir kooperieren gerade mit internationalen Linien, die aus Frankreich kommen, respektive die aus Polen und aus Litauen kommen. Und wenn man jetzt das Busfahren jemandem schmackhaft machen möchte, wie würden Sie das machen? Am besten, indem man sich einmal reinsetzt und einmal dieses Verkehrsmittel kennenlernt. Die meisten von uns haben wir eine Erinnerung an alte Klassenfahrten oder an Fahrten, wo man vielleicht sehr unbequem sitzen musste und lange Fahrten aushalten musste. Und heute ist Busfahren sehr komfortabel. Schauen Sie, Sie sitzen hier recht zurückgelehnt, Sie können sich unterhalten, Sie können unser WLAN nutzen, Sie können unser Onboard-Entertainment-System nutzen und bei uns können Sie sogar noch einen Sitzplatz reservieren, also Ihren Lieblingsplatz. Es ist viel, viel angenehmer, als es viele von früher in Erinnerung haben. Sie bieten ja, glaube ich, auch älteren Menschen ganz besondere Dinge, was man ja gar nicht als junger Mann, Mensch einfach so als einfach als selbstverständlich erachtet, wie zum Beispiel die Toilette, dass sie oben ist und nicht unten, oder? Ja, das ist so ein schönes Detail. Wir haben uns lange überlegt, was macht das Busfahren bequem und was ist nicht gut beim Busfahren. Und wenn Sie Ihre Toilette nur unten in der Ecke vorfinden, neben dem Eingang und sich da lange reinschälen müssen und wieder kompliziert rausgehen müssen, dann ist das nicht komfortabel. Wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was es auch für ältere Personen bequem macht. Und dazu gehört ein guter Eintritt in die Toilette, ein ebenerdiger in dem Falle. Wir haben uns auch Gedanken gemacht für Leute, die in ihrer Mobilität nicht mehr so aktiv sind. Also wir haben zum Beispiel Rollstuhlplätze an Bord. Und wir haben auch die Möglichkeit für gehbehinderte Personen einen entsprechenden Sitzplatz vorzuhalten. Und was ich persönlich am bequemsten finde, ist, man muss sich um sein Gepäck nicht kümmern.